Tja, so schnell kann es gehen. 18 Jahre und zack, auf einmal muss eine Veränderung her. Ich bin heute in Berlin, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, Merkel. Hallo. Ich bin's mal wieder. Da ist die Freude groß. Ja, die Freude ist richtig groß. Ich will doch heute einfach mal Danke sagen. Danke, also jetzt nicht Ihnen. Sind Sie krank? Nein, alles gut. Es geht um Frau Merkel. Einfach mal Danke, Merkel, für 18 tolle Jahre. Ja, danke. Wenn man die Gesamtleistung sieht, dann darf man auch schon mal ein Wort des Lobes ausdrücken. Ja, wie sieht das aus? Ruhig mal jetzt auch mal richtig schön loben. Nicht immer so, ja, so ein bisschen und da gab es die Schwierigkeiten. Einfach mal, Mensch, Angela, du bist so super. Du bist ein toller Kerl. Irgendwie ich, ich neige nicht zu emotionalen Übertreibungen. Gut, das habe ich auch schon gemerkt, ja. Da bin ich wieder. Ja. Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Ja. Ja, jetzt ist der Merkel-Zug auch abgefahren, ne? Ehrlich? Ja. Mist. Freuen Sie sich denn darauf, dass die CDU jetzt wieder ein bisschen asozialer wird? Das ist doch so, oder? Wenn so. Klar. Gut für die SPD. Die Märzrevolution, ne? Die haben wir schon mal. Genau. Okay. Danke, Angela, für 18 Jahre treue Leitung der Partei. Treue Leitung? Ja, Führung. 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 Leitung klingt wie Leid auch. Ja, muss man nee, sagen. War das Absicht? War das ein? Das war ein fränkisches HSD. Ah, okay. Ein fränkisches was? HSD. Hm, genau. Was ist das? Ein HSD? Das ist ein HSD. Ein Buchstabe. Ach so. Wo waren Sie, als Sie die Nachricht von Angela Merkels Rückzug erfahren haben? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, das ist eine relativ wichtige Nachricht, aber ich weiß es nicht. Sie hat mich nicht so erschüttert, dass ich mein situatives Irgendwo-Sein völlig eingebrannt hätte. Bitte? Bitte? Ich war in der Kreisgeschäftsstelle der CDU Lahn-Dill. Ich hatte zufälligerweise am Tag zuvor nach der Wahlniederlage in Hessen dem dortigen Lokalredakteur der Wetzlarer Neuen Zeitung gesagt, ich würde der Kanzlerin empfehlen, den Parteivorsitz niederzulegen. Und das kam ja dann am nächsten Tag. Es war auch am Montag dann in der Tageszeitung groß drin. Das heißt, ich habe das richtig verstanden. Sie sind letztendlich verantwortlich dafür. Sie haben Angela Merkel gemobbt und sie ist dann zurückgetreten. Interessant, dass wir jetzt denjenigen gefunden haben hier, der dafür verantwortlich ist. Frau Nahles, bald gibt es nur noch eine wichtige Frau in der Politik. Mhm. Und? Kramp-Karrenbauer. Ja, das bin ich. Das ist doch klar. Was möchten Sie Angela Merkel gerne sagen? Ich bin jetzt mal Angela Merkel. Sie haben für sehr viel Kontinuität und Stabilität gesorgt. Dankeschön. Es war auch natürlich durch glückliche Umstände begleitet, dass Deutschland eine gute Ökonomie hatte in der Zeit. Vielleicht jetzt noch mal trösten. Wäre eine schöne Geste, mich einfach mal in den Arm nehmen. Ich bin ja Angela Merkel. Also Angela, mach's gut. War eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss. Ich muss gehen.